Hallo, heute der zweite Teil zu dem Test von dem neuen Saugroboter Midea M7 Pro. Ich habe das Gerät ja im ersten Teil schon ausführlich vorgestellt, habe euch gezeigt, wie die App funktioniert, welche Funktionen die App bietet. Wir haben erste Saugtests in dem Wohnraum gemacht, haben uns die Navigation näher angeschaut und so weiter. In diesem Teil will ich euch zeigen, was das Gerät leistet bei der Saugleistung und bei der Wischleistung. Wir haben das natürlich genauer auf unserer Testfläche getestet, auch den neuen Hochfrequenz-Wischmob. Also nach dem Intro erfahrt ihr mehr. So, fangen wir als erstes an mit dem Höhentest. Also welche Höhenkanten oder welche Kanten überwindet der Saugroboter? Das ist in erster Linie natürlich interessant für Leute, die Türschwellen in der Wohnung haben. Da muss man natürlich wissen, kann der Roboter die Türschwellen überhaupt überwinden? Kann er überhaupt von einem Raum in den anderen wechseln? Denn ansonsten macht so ein hochwertiger Roboter, der eben wirklich in Räumen navigieren kann, wenig Sinn, wenn er nicht den Raum verlassen kann. Deswegen lege ich hier unterschiedliche Bretter, unterschiedliche Platten mit unterschiedlicher Höhe in unsere Testfläche. Die ist ja beschriftet, ihr seht immer die Höhe im Bild und seht, ob er eben darauf fahren kann oder nicht. Je höher es wird, desto öfters lasse ich ihn mal drüber fahren, damit wir hier keine Zufallsergebnisse produzieren. Denn es gibt ja immer mal einen Zufall, dass er eine Höhe mal überwindet. In einem Fall aber 90% dann nicht oder 99%. Deswegen, wenn das 3-4 Mal schafft, dann ist das schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das bei euch auch in der Wohnung schafft. Ja, ich denke, schaut erstmal zu. Die meisten Roboter liegen so im Schnitt bei zwischen 15 und 20 mm heute. Das ist so die praktische Höhe, denn zu hoch ist ja auch nicht so optimal. Denn wenn er jetzt 25, 30, dann mag das bei Türschwellen natürlich interessant sein. Aber das kann dann wieder bei Möbeln, die unten Füße haben oder so, bei besonderen Designmöbeln, ist das manchmal sogar hinderlich, weil er dann auf die Möbel fährt. Pause. Reinigung startet.
So, jetzt wird es langsam spannend. Hier sind wir jetzt bei 18 mm. Ich drücke die Platte manchmal hier an einigen Stellen runter. Nicht wundern, das liegt einfach daran, dass die Platte hier etwas gekrümmt ist. Und natürlich, wenn die da unten einen Hohlraum hat, dann ist die natürlich für den Roboter höher. Und deswegen drücke ich sie manchmal runter, damit es wirklich diesen 18 mm entspricht. Aber das schafft er offenbar auch noch recht gut. Interessant, wenn ihr auf das Motorgeräusch von dem Roboter hört, dann merkt ihr manchmal, dass er offenbar die Saugleistung geringfügig umschaltet. Warum er das hier auf dem Boden macht, ist fraglich eigentlich, denn er macht das auch auf dem gleichen Boden, wo gar kein Unterschied ist manchmal. Also da gibt es, scheint also bodenunabhängig zu sein. Ich vermute, dass da ein gewisser Überlastschutz vorhanden ist, wenn er auf maximaler Saugleistung steht, dass wenn eine gewisse Hitze erreicht wird im Motor, dass er da manchmal die Leistung ein klein wenig reduziert. Das ist aber jetzt nur eine reine Vermutung, denn anders kann ich mir das nicht erklären, ist eigentlich etwas unüblich. Also hier seht ihr bei 21 mm, da stößt er doch in den meisten Fällen mit dem Bumper an die Kante. Es gibt da Ausnahmefällen wie jetzt hat er es nochmal geschafft, aber damit würde ich bei 21 mm nicht rechnen, da ist eigentlich definitiv die Grenze. Der Bumper ist, wenn man es misst, etwa 20 mm hoch, je nachdem, wenn der Roboter eben, ja, der hat ja die Räder können ja ein bisschen nachgeben und wenn er ein bisschen schräg steht, dann ein bisschen schräg ranfährt, dann kann er diese 21 mm manchmal noch packen. Aber damit sollte man in der Wohnung natürlich nicht rechnen. Also mehr als 20 mm würde ich ihm nicht zumuten, aber wir werden gleich nochmal 20 mm testen. Pause. Also man sieht es, in vielen Fällen bleibt er also bei diesen 21 mm schon hängen, da ist die Grenze. 20 mm Platte habe ich jetzt nicht, deswegen testen wir hier eine 8 und eine 12 mm, die lege ich übereinander, kommen wir auch auf 20 mm und mal schauen, wie es hier aussieht. Reinigung startet. Thank you.
So, man sieht also, er stolpert bei diesen 20 mm schon etwas, aber in der Regel schafft er diese 20 mm in den meisten Fällen schon. Also man könnte es, wenn man jetzt Türschwellen hat, die jetzt wirklich eine harte 90-Grad-Kante haben, dann kann man es mit 20 mm schon probieren, den Roboter einzusetzen. Das wird dann in den meisten Fällen dann auch noch funktionieren. Aber mehr als 20 mm sollte man ihm nicht zumuten, ist letztendlich dann auch für die ganze Mechanik und die ganze Konstruktion nicht sonderlich förderlich, wenn er immer solche Sprünge machen muss. So, jetzt schauen wir uns an als nächstes, wie der Roboter Haare aufnimmt, Haare vom Teppich. Also hier in dem Fall setzen wir jetzt einen Stoff ein, der schwarz ist, der richtig schwarz ist. Das kann man aber mit Teppich vergleichen. Und da schauen wir mal, ob er diese Haare abnimmt. Wir haben ja gesehen im ersten Teil schon, da haben wir schon das auf Teppich getestet im Wohnraum, dass er eine sehr, sehr weiche Bürste hat, die auf Hartboden sehr schonend umgeht und auch auf Hartboden einen Vorteil hat und sehr gut aufkehrt. Aber natürlich mit festsitzenden Schmutz auf Teppich manchmal ein bisschen an ihre Grenzen kommt und da natürlich nicht so gut ist wie eine harte Bürste, die das Flor beispielsweise vom Teppich richtig durchbürstet. Dafür geht er natürlich schon dann mit dem Boden um, also da muss immer der Hersteller immer einen Kompromiss machen und hier hat man sich für eine sehr sanfte Bürste entschieden, die sicherlich bei Hartboden ihre größten Vorteile hat und bei Teppich eher ein Kompromiss ist. Aber wir schauen mal, wie das jetzt hier aussieht, was wir noch bei diesem Test testen, wie er eben mit wie die Absturzsensoren funktionieren, das seht ihr jetzt, weil diese Fläche hat ja ringsrum keine Kante. Wenn die Absturzsensoren nicht funktionieren würden, würde hier einfach vom Tisch fallen. Und drittens sehen wir noch, ob er überhaupt auf schwarze Flächen fährt. Es gibt immer mal wieder einen Roboter, der auf schwarze Flächen nicht fährt, weil die Absturzsensoren die Kante von dem schwarzen Untergrund nicht unterscheiden können. Es gibt Infrarotsensoren, wenn die falsch eingestellt sind, dann fährt der Roboter nicht auf schwarze Flächen. Gibt es immer mal wieder. Früher gab es das sehr oft, gerade bei den billigen Saugrobotern gibt es das heute auch noch. Aber ein hochwertiger Roboter, das was ja sicherlich auch ist, gar keine Frage, da kommt das eigentlich nicht vor und das seht ihr ja hier, also da hat er keine Probleme. Sowohl mit den Absturzsensoren gibt es keine Probleme. Er fährt die Kante nicht hinunter. Er gleitet jetzt entlang, weil er fährt ja normalerweise am Rand richtig sauber entlang, weil er Seitensensoren hat. Aber die Seitensensoren kann er ja jetzt nicht einsetzen, weil ja hier an der Seite gar keine Wand ist. Deswegen muss er sich herumtasten. Das sieht jetzt von der Fahrweise nicht so sonderlich schön aus, aber ist für ihn die einzige Möglichkeit und auch andere Roboter navigieren da sehr ähnlich, denn die müssen sich einfach jetzt mit diesen Absturzsensoren entlangtasten und das macht er gut. Da kann man gar nicht meckern und man sieht auch, dass er Haare für den ersten Durchlauf gar nicht so schlecht aufgenommen hat wie erwartet. Es hängen natürlich noch viele, aber das ist auch bei vielen anderen Saugrobotern der Fall. Da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Den Test lassen wir jetzt 10 Minuten laufen und schauen wir mal, wie er da weitermacht. So, ich habe das Video mal beschleunigt. Nach 10 Minuten stoppe ich mal und dann schauen wir doch mal in den Schmutzbehälter. Also man sieht, dass er doch die Fläche überraschend ordentlich noch reinigt. Also auf jeden Fall besser als erwartet. Damit kann man durchaus leben, aber man sieht auch, dass die ganz fest
haftenden Haare, die jetzt sich da festgekrallt haben, da nicht so schnell erfasst werden können oder nicht aufgesaugt werden können. Da ist einfach die Bürste zu weich. Da haben Roboter Vorteile, die eine härtere Bürste haben und das Flor von so einem Teppich richtig durchbürsten können. Also das kann man hier bei dem Roboter weniger erwarten. Also wer Tiere hat, viele Tiere, die vielleicht Haare verlieren, da ist der Roboter vielleicht nicht die erste Wahl. Zumindest, wenn man auch Teppichboden in der Wohnung hat. Also wenn man nur Hartboden hat, ist das eine ganz andere Sache. Da ist die weiche Bürste sehr vorteilhaft. So, schauen wir jetzt nochmal rein. Also die schwarze Fläche ist weitgehend sauber, bis halt auf wirklich einige festsitzende Haare. Und hier sieht man auch, dass er doch einiges aufgesaugt hat. Also, für Haare kann man ihn durchaus verwenden. Im normalen Alltagsschmutz, da macht er durchaus einen guten Job, aber er ist kein Spezialist jetzt für Haare. Das haben wir auch gesehen. Man merkt auch hier, Haare wickeln sich hier bei der Bürste etwas mehr drumherum als bei Robotern, die jetzt mit einer Kombibürste arbeiten. Also, falls ihr Tiere habt, viele Haare und Teppich, da schaut doch nochmal auf unsere Empfehlungsseite, auf der Seite www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Da gibt es sicherlich Roboter, die da noch etwas günstiger sind. So, jetzt kommen wir zur Saugleistung. Die haben wir natürlich auch ein bisschen genauer untersucht. Der Roboter soll ja 4000 Pascal bieten an Saugleistung. Das wäre natürlich eine enorm hohe Saugleistung. Aber richtig kann man die eigentlich nur mit praktischen Tests ermitteln. Deswegen unsere üblichen Tests. Ich erläutere das jetzt nicht mehr so ausführlich, weil wir die Tests schon sehr häufig oder wir machen sie ja regelmäßig und ich habe sie schon sehr häufig erläutert. Ihr könnt das alles nachlesen nochmal im kompletten Testbericht auf www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Die Links zu dem Testbericht als auch zu weiteren Videos über den Roboter zum ersten Teil und so weiter, als auch zu den Bezugsquellen findet ihr alle in der YouTube-Beschreibung hier unter dem Video. Nur ganz grob, ich lasse den Roboter jetzt hier 20 Minuten laufen. Wir lassen alle Roboter 20 Minuten laufen, damit sie genügend Gelegenheit haben, hier den Teppich abzusaugen. Die verteilte Quarzsandmenge wurde vorher gewogen und auch der leere Schmutzbehälter des Roboters wurde vorher gewogen. Und nach 20 Minuten werden wir den Behälter nochmal wiegen und können dann ganz genau ausrechnen, wie viel Prozent er von dem verteilten Schmutz praktisch zurückgesaugt hat. Und da wir diesen Test mit allen Saugrobotern machen, die wir testen, kann man eben wirklich die Ergebnisse gut miteinander vergleichen. So, ich lasse das nochmal ein paar Sekunden laufen und dann werde ich das mal kommen. Springen wir mal zum Ende von diesen 20 Minuten. Ich glaube, wir müssen uns das nicht mehr komplett hier anschauen. Wir schauen dann einfach nach 20 Minuten, was da herausgekommen ist. So, die 20 Minuten sind gleich rum. Ich werde den Roboter jetzt mal stoppen und dann schauen wir mal in den Schmutzbehälter. Das heißt, wir werden den Schmutzbehälter wiegen und anhand der Gewichte, wir haben ja vorher alles gewogen, den leeren Schmutzbehälter und wir kennen die Gewichte von dem leeren Schmutzbehälter und von der Dose und von dem Sand und so weiter, kann ich ausrechnen, wie viel Prozent er zurückgesaugt hat. Und das habe ich schon gemacht, weil ich das ja hier im Nachhinein kommentiere. Herausgekommen ist 43%. Ich
vergleiche sie immer mit einigen Robotern, die wir getestet haben. Wir haben natürlich viel mehr getestet, aber mal einige, damit ihr einen schnellen Vergleich habt. Da seht ihr, dass das schon ganz ordentlich ist, wenn ihr seht, welche Roboter so in diesem Dreh hantieren oder darüber liegen. Das sind also schon sehr gute Geräte, aber es ist auch nicht das Spitzenergebnis. Es gibt eine ganze Reihe von Robotern, die da auch noch deutlich besser sind. Also es ist ein ordentliches Ergebnis, da kann man wirklich zufrieden sein bei kurzflorigen Teppich, aber es ist, wie gesagt, kein Spitzenergebnis. Ihr könnt aber das auf meiner Webseite auch gerne noch mit anderen Saugrobotern vergleichen. Wir haben ja, wie gesagt, diesen Test mit sehr vielen gemacht. Geht einfach auf den jeweiligen Test und da könnt ihr diese Messergebnisse und Daten alle nachlesen. So, ich fülle es jetzt einfach nochmal, damit ihr es auch optisch nochmal seht, zurück in die Dose. Die war ja vorher voll und jetzt seht ihr, das sind halt diese 43%. Der Rest steckt halt noch im Teppich, aber das ist halt bei Saugrobotern so. Es ist eben ein schwieriger Saugtest. So, da sind wir schon beim nächsten Test. Jetzt wird es noch etwas schwieriger für den Saugroboter. Hier haben wir ebenfalls einen Teppich, aber der hat etwas höheres Floor. Und hier ist eben jetzt ganz genau das Gleiche. Auch der Test läuft 20 Minuten. Auch hier haben wir alles vorher abgewogen. Und da schauen wir jetzt mal, was der Roboter nach 20 Minuten aus diesem Teppich wieder heraussaugen kann. In der Regel sind die Geräte hier ein bisschen schlechter. Da unterscheidet sich dann eben doch, wer jetzt das besser durchbürstet, wer die höhere Saugleistung hat. Das macht sich eben bei diesem höheren Teppich oft noch etwas stärker bemerkbar. Ich werde das Video jetzt mal etwas beschleunigen, schneide etwas raus, damit wir dann an diese 20 Minuten schnell kommen und dann schauen wir nach 20 Minuten mal, was hier das Ergebnis ist. So, die 20 Minuten sind rum und jetzt schauen wir doch mal, was hier herausgekommen ist. Wie immer dasselbe Prozedere, ich wiege das Ganze, rechne dann in der Tabellenkalkulation, nehme ich da immer aus, was er hier an Prozenten herausgesaugt hat. Das ist 15% gewesen, also das ist nicht so sonderlich toll, ne? Es gibt natürlich noch Roboter, die schlechter sind. Man muss ja sehen, hier in dieser Vergleichsliste habe ich jetzt auch nur die von, ja, die in den letzten Jahren so getestet worden. Also da sind viele gute Saugroboter dabei. Es gibt die älteren Geräte, waren natürlich alle viel schlechter, die früher teilweise noch ohne Bürste hantiert haben. Aber trotzdem, es ist kein super Ergebnis. Ne? Also das liegt eindeutig mehr im hinteren Bereich. Also man merkt schon, bei höherem Floor, da hilft auch nicht, dass der Roboter 4000 Pascal, mit 4000 Pascal beworben wird. Ob das wirklich so hinhaut mit den 4000 Pascal, da bin ich auch noch sehr skeptisch, wie das da gemessen wurde. Wir messen ja selbst Saugleistungsangaben in Pascal bei Akkustaubsaugern und wissen, wie empfindlich die Ergebnisse auf die Messkonstellation sind. Also von daher war also nicht so berauschend dieses Ergebnis. So, wir sind aber jetzt schon wieder beim nächsten Test und jetzt testen wir wieder Roboter auf
Hartboden arbeitet. Hier haben wir jetzt gleich drei verschiedene Verschmutzungsarten. Einmal grobes Katzenstreu, also richtig kleine Steinchen, Semmelmehl und wieder der Quarzsand. Auch hier wird wieder alles vorher gewogen. Aber das Entscheidende ist hier eigentlich, wie der Roboter den Schmutz aufnimmt. Da müsst ihr eigentlich vorwiegend optisch schauen. Das wird auch bei uns sehr vorwiegend optisch bewertet. Entscheidend ist halt, wie schnell er das aufnimmt, wie viel, wie er den Schmutz verteilt, ob er den Schmutz nach außen verteilt oder ob er ihn an Ort und Stelle direkt aufnimmt. Da unterscheiden sich oft gute und günstige Saugroboter voneinander. Also so ganz toll ist es nicht. Also er nimmt zwar den Schmutz auf, dass man da mehrere Durchgänge braucht, das ist schon ganz klar. Also das ist gar nicht schlecht. Aber man sieht schon, dass er einiges an Schmutz an die Ränder verteilt. Also er nimmt nicht den Schmutz sofort auf, sondern er verteilt auch sehr viel Schmutz an die Ränder. Er nimmt jetzt hier im Nachhinein natürlich sehr viel Schmutz weg. Das werden wir jetzt auch noch sehen im Laufe der Reinigung. Also er bekommt die Fläche auch noch sauber, das kann ich schon verraten, oder weitgehend sauber. Aber man muss sich ja mal vorstellen, man hat jetzt in der Wohnung Möbel, die vielleicht auf kleinen Füßen stehen und unten so einen Hohlraum haben. Und wenn man dann so einen sandigen Schmutz hätte, dann würde er ja viel Schmutz unter die Möbeln kehren. Und deswegen ist das so wichtig. Ne? Also das ist nicht 100 Pro. Also viele neue Roboter oder die, ja, sagen wir so, die meisten Premium-Roboter, die jetzt gut sind, die liegen ja meist so im Preisbereich zwischen 300, das ist schon sehr günstig, meistens etwas teurer, bis vielleicht 600 Euro, 700 Euro. Also mittlerer Preis 450, 500 Euro, die machen das eigentlich nicht. Ne? Die kehren also in den meisten Fällen, Ausnahmen gibt es immer wieder, den Schmutz sofort auf und verteilen nichts an den Rand. Von daher ist das hier nicht so ein tolles Ergebnis. Also von es unterscheidet sich schon zu vielen Premium-Robotern. Also da ist doch der Midea M7 Pro etwas schlechter. Man muss aber auch dazu sagen, der M7 Pro ist eine Ecke günstiger. Ne? Den gibt es schon. Ich habe schon Preise gesehen von 329 im Augenblick. Und es gab sogar schon Aktionen. Da wurde er mal kurzzeitig verkauft, glaube ich 260. Das war aber eine begrenzte zeitliche Aktion. Am besten schaut ihr da immer auf meine Webseite www.akku-und-roboter-staubsauger.de, geht da ein bisschen weiter runter im Text. Da haben wir immer diese Shop-Empfehlungen, wo man den Roboter kaufen kann, und da vergleicht ihr am besten die Preise. Die Links führen direkt zu dem Roboter und zu dem Preis, und da könnt ihr das also einfach vergleichen, und wenn es da mal Aktionen gibt, die uns auffallen, dann weisen wir im Testbericht auch darauf hin. Das machen wir auch nachträglich noch, wenn uns da so eine Aktion auffällt. So, jetzt sieht die Fläche schon besser aus. Also er hat den Schmutz also dann schon noch eingekehrt. Also zumindest
Den Rand hat er doch noch sauber gekriegt und auch die Fläche, aber in den Ecken hat er ein klein bisschen übrig gelassen. Hier sieht man es. Also er hat etwas natürlich auch in die Ecken verteilt. Und das ist bei dem Test hier, kommt das eigentlich, früher kam das sehr oft vor, wo wir die Tests gemacht haben, vor einigen Jahren. Aber bei den letzten ein, zwei Jahren kam das eigentlich bei guten, weil wir testen jetzt auch meistens wirklich nur noch Roboter, wo wir erwarten, dass sie auch was können. Da kam das eigentlich nicht mehr vor. Ne? Von daher ist er da, unterscheidet er sich da schon. Ja, das wird er jetzt wahrscheinlich auch bis zum Ende nicht mehr rausbekommen, denn was er da einmal reinkehrt in die Ecken, das kriegt er dann auch bis zum Ende nicht mehr raus. Deswegen brauchen wir uns jetzt nicht diese ganzen 20 Minuten hier nochmal anschauen. Ich wiege das nochmal nach 10 Minuten und wiege das dann nach 20 Minuten. Wir springen gleich mal ans Ende und dann sage ich euch die Ergebnisse. So, die 20 Minuten sind rum. Jetzt wiegt man das Ganze nochmal, damit man nochmal kontrollieren, wie viel von dem Schmutz er hier aufgesaugt hat. Ich kann es euch auch schon sagen, muss man gerade hier blättern. Also nach 10 Minuten haben wir gemessen 98% schon. Und nach 20 Minuten habe ich dann nochmal gemessen, dann waren es immer noch 98%. Also da hat er nicht mehr geschafft. Diese 2%, die da fehlen, die sind halt einfach in den Ecken verblieben. Aber das hält sich jetzt noch in Grenzen. Und wenn man bedenkt, dass man ja im Haushalt nicht so viel sandigen Schmutz dieser Art hat, dann kann man mit dem Ergebnis durchaus leben. Das ist durchaus noch okay. Der Schmutzbehälter ist bis zum Rand eigentlich voll, das heißt bis zu dem Rand von dieser Öffnung, die liegt ja etwas relativ niedrig. Viel mehr an Schmutz hätte er hier auch gar nicht aufsaugen können, aber das ist leider bei vielen Saugrobotern so, dass viele Roboter die Öffnung relativ niedrig haben. Von daher wird der Schmutzbehälter natürlich nur teilweise ausgenutzt. So, jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Test. Hier verteile ich jetzt Quarzsand direkt am Rand. Da habe ich so eine spezielle Dose, dass das immer am Rand verteilt wird. Und hier können wir jetzt nochmal genau testen, wie er den Rand reinigt. Das ist ja auch ganz interessant zu wissen. Die meisten Roboter sind hier allerdings nicht unbedingt, ja, die Krönung, sagen wir es mal so. Da muss man auch jetzt optisch sehr viel schauen, weil das immer mehr aussagt als die Ergebnisse noch. Schaut also, wie oft er den Rand abfahren muss, bis er den Schmutz aufgenommen hat. Schaut an, wie die Seitenbürsten arbeiten. Und da könnt ihr euch dann immer selber eine gute Vorstellung machen. Ich werde nach 10 Minuten nochmal messen, was er an Quarzsand da aufgenommen hat. Und dann nach 20 Minuten nochmal messen, wie viel er aufgenommen hat, und dann werde ich was zu den Ergebnissen sagen. Da können wir auch noch mal kurz einen Vergleich machen mit anderen Saugrobotern. Aber schaut erst mal ein paar Minuten zu.
abgeschlossen. Zurück zum Aufladen. Reinigung starten. So, die 20 Minuten sind praktisch rum, also viel mehr wird er hier nicht mehr schaffen, also was er in den ersten paar Minuten nicht geschafft hat, in den ersten 10 Minuten, das schafft er in der Regel in den nächsten 10 Minuten auch nicht mehr. Ich kann euch das Ergebnis schon verraten, ich habe ja schon alles ausgemessen, abgewogen etc. Und zwar kam hier raus, nach 10 Minuten hat er 67% zurückgesaugt und nach 20 Minuten hat er dann noch 1% noch gefunden irgendwo in den Ecken. 68%, also nach 20 Minuten, ist, wenn man so das vergleicht mit anderen Robotern, die liegen doch, viele liegen doch da nahe beieinander, ist es vom Ergebnis gar nicht schlecht. Das liegt sogar fast im vorderen Bereich. Ist kein Spitzenergebnis, aber ist durchaus ordentlich. Aber wenn man den Test verfolgt hat, am Anfang hat er doch schon relativ lange gebraucht, bis er eben diesen Rand aufgekehrt hat. Also von daher muss man das Ergebnis durch die optische Sichtweise auch wieder etwas abwerten. Hier ist es also eher ein mittelprächtiges Ergebnis, wie es bei den meisten Saugrobotern der Fall ist. Unschön ist, dass er sich auf der Oberseite auch wirklich selbst sehr verschmutzt hat. So, kommen wir jetzt mal zur Wischfunktion. Das ist ja das besondere Highlight bei diesem Saugroboter. Ihr seht ja, er hat hier einen motorbetriebenen Wischaufsatz, Hochfrequenz-Vibrations-Wischmopp, so nennt der Hersteller das Gerät.
Also da kann man, da wird praktisch das Wischtuch, ist praktisch zweigeteilt und nur mit Gummis miteinander verbunden. Und diese unteren Hälften bewegen sich also in entgegengesetzter Richtung, vibrieren die praktisch. Und das ergibt natürlich eine viel bessere Reinigung, weil ihr schrubbt ja quasi auf dem Boden, wie man es richtig manuell machen würde oder ähnlich zumindest. Und das ergibt natürlich eine viel bessere Reinigung als Tücher, die einfach nur hinterhergezogen werden. Hier bei dem Test habe ich jetzt das Tuch mal trocken dran gemacht. Normalerweise sollte man es vorfeuchten, aber für diesen Test ist es wichtig, dass wir es trocken dran machen. Der Wasserbehälter ist gefüllt und jetzt lassen wir den Roboter einfach mal laufen. Die Wassereinstellung kann man ja in der App vornehmen, wie viel Wasser er nehmen soll zum Wischen. Das kann man 4 Stufen von trocken bis maximal einstellen. Wir haben es also immer auf maximal, hoch nennt sich das hier, glaube ich, eingestellt. Also immer auf maximal. Und jetzt lassen wir den Roboter einfach mal laufen und schauen und zu, wie lange es dauert, bis er hier Feuchtigkeit verteilt oder die Fläche komplett befeuchtet hat. Das kann man hier bei dieser Fläche sehr gut sehen, weil der Boden ist hier nicht versiegelt von dieser Testfläche. Und sobald hier ein klein bisschen Feuchtigkeit draufkommt, wird die Fläche dunkel und man sieht halt diese Feuchtigkeit. Deswegen ist das sehr gut. Hier sieht man einen Streifen jetzt in der Mitte, kleiner Tropfen, den er da gemacht hat. So sieht das dann aus, wenn er hier Wasser wirklich verteilt. Das war wahrscheinlich ein Tropfen, der rausgetropft ist beim Dranmachen. Leider ist es so, beim Dran- und Abmachen kann es passieren, dass man mit dem Wischbehälter auch mal einen Tropfen verschüttet. Kleiner Nachteil, gerade beim Abmachen später, wenn der Boden gewischt ist, ist das ein bisschen ärgerlich. Aber das ist auch leider bei vielen Saugrobotern oder Wischrobotern der Fall. Von daher kann man das nicht ernsthaft hier bei dem Roboter, bei dem Media kritisieren. Ja, wir wissen ja, es gibt Roboter, bei denen das hier relativ flott geht. Hier sieht man übrigens auch die Vibrationsbewegung. Hinten seht ihr, wie der Roboter sich vibriert. Also wie er wirklich sich hin und her bewegt. Und das ist wirklich eine gute Sache, kann ich euch sagen. Denn dadurch, wir haben das ja auch im Wohnraum getestet, ich zeige euch vielleicht nachher nochmal einen Ausschnitt, ergibt es auch keine Streifen oder so, weil der Roboter hier durch diese Hin- und Herbewegung, selbst wenn er das Wasser nicht gleichmäßig verteilen würde oder nicht gleichmäßig Bodenkontakt hätte, durch diese Vibrationsbewegung wird das ausgeglichen und er erzeugt halt keine Streifen, sondern tut wirklich vollflächig den Boden reinigen. Also der Andruck stimmt, das haben wir also wirklich gut getestet. Es gibt ja Roboter, die drücken nicht genügend an, da hat das ein Tuch so einen hohen Bodenabstand. Also da gibt es alles Mögliche, was da verkauft wird. Aber das ist hier soweit alles in Ordnung. Was wir etwas kritisieren müssen, ist, dass der Wassernachfluss relativ gering ist. Wenn man die Einstellung hoch vornimmt, sollte man ja eigentlich erwarten, dass relativ viel Wasser auf das Tuch fließt, damit man eben beispielsweise Vinylboden, Fliesen oder auch Steinboden auch, es gibt ja auch unversiegelte Steinböden, Steinfliesen und sowas, die sind ja auch etwas saugend. Ne? Und da braucht man schon ein bisschen Wasser, damit das ordentlich gereinigt wird. Und hier fließt das Wasser einfach sehr langsam nach. Das seht ihr jetzt gerade hier bei diesem Test. Bisher ist noch überhaupt keine Spur zu sehen von Feuchtigkeit. Und das muss man etwas kritisieren. Ich lasse euch das mal ein bisschen, oder ich spule das mal ein bisschen vor im Schnelldurchlauf und schaut mal, wie lange das dauert. Es gibt Roboter, da ist diese Fläche hier in 5 Minuten komplett feucht. Ne? Und es gibt Roboter, da dauert 10 Minuten, es gibt auch Roboter, da dauert 20 Minuten. Aber viel länger sollte es eigentlich nicht dauern. Wir haben schon Ausnahmen erwischt von schlechten Robotern, die das auch nach 30 Minuten noch nicht geschafft haben. Aber in der Regel sollte die Fläche eigentlich nach 20 Minuten feucht sein. Ich spule mal jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf vor und schaut einfach mal auf die Zeit links unten.
So, jetzt haben wir fast 40 Minuten und es ist immer noch nur relativ wenig von der Fläche befeuchtet. Und es trocknet eigentlich fast schneller, als er es befeuchten kann. Also von daher stoppe ich jetzt hier und das hat keinen Nutzen, das weiter laufen zu lassen. Es wird er wahrscheinlich nie schaffen, die komplette Fläche zu befeuchten. Also man sieht, es fließt einfach zu wenig Wasser auf den Wischbehälter nach. Dennoch kann man die Wischfunktion natürlich nutzen, denn im Haushalt ist es so, dass man das Wischtuch ja vorher komplett nass macht. Man hält es ja unter dem Wasserhahn und macht es dann dran. Und dann hat er es erstmal nass und dann muss das Wasser ja nur noch ganz langsam nachfließen. Zumindest wenn man dann einzelne Räume reinigt, hat man dann kein Problem. Das wird dann ordentlich gemacht. Wenn die Flächen dann natürlich größer werden und man will dann ja 2-3 Räume mitwischen, dann würde das Tuch wahrscheinlich auch wieder zu trocken werden, weil dann das Wasser einfach mehr schneller trocknet, als es nachfließt. Aber die Wischtücher sind ja so und so nicht so groß, dass sie so viel Schmutz aufnehmen. In der Praxis muss man es eigentlich nach einem Raum so und so wechseln. Von daher kann man auch damit noch leben. Zudem hat uns, wir haben dieses Problem ja mit dem Wassernachlauf an den Hersteller weitergegeben und der Hersteller hat uns versprochen, dass er da ein Update liefern wird, was diesen Wassernachfluss verbessern wird. So, hier zeige ich euch nochmal, was passiert, wenn man ein nasses Tuch gleich dran macht, wie man es eigentlich im Haushalt beim Wischen auch machen sollte. Ich habe das Tuch also vorher an den Wasserhahn, unter den Wasserhahn gehalten. Wischbehälter ist wieder gefüllt und jetzt lässt man hier auch mal kurz laufen und schauen, wie lange es dann dauert, bis die Fläche feucht ist. Und hier seht ihr auch, wie schön gleichmäßig doch dieser Wischaufsatz das Wasser verteilt. Bei den meisten Robotern würde man jetzt hier erstmal viele, viele Streifen sehen. Aber hier durch diese Vibrationsbewegung wird das Wasser recht gleichmäßig auf der Fläche verteilt, was sehr gut ist. Also dadurch wischt dann natürlich auch immer diese komplette Fläche. Wenn er Wasser verteilt auf der kompletten Fläche, wird der komplette Boden berührt und somit auch der Staub aufgewischt. Also hier sieht man schon, dass das natürlich ein ganz anderes Ergebnis ist. Hier haben noch keine 2 Minuten rum und die Fläche ist schon weitgehend durchgehend befeuchtet. Also man sieht, der Wischaufsatz kann schon gut arbeiten. Der verteilt das Wasser schön gleichmäßig, hat wirklich guten Bodenkontakt, hat auch beim Abnehmen von Flecken, wir haben ja noch den Laminattest gemacht, werde ich hier nicht mehr runterkriegen, weil wir jetzt beispielsweise schon ja, bald wieder bei einer Stunde sind am Video. Aber ihr habt gesehen, er kann wirklich wischen und auch bei dem Laminattest, wo wir jetzt Schokoflecken reinigen und so, hat das deutlich schneller geklappt als eben bei herkömmlichen Saugrobotern, die da nur so ein Wischtuch hinterher ziehen. Die Voraussetzung ist, dass das Tuch feucht ist. Wenn man es also anfeuchtet, kann man durchaus jetzt schon einzelne Räume gut reinigen. Wenn man
Wenn der Hersteller das Versprechen hält und dann noch ein Update nachliefert, dass eben das Wasser in den Einstellungen etwas mehr nachfließt, zumindest in den hohen Einstellungen, dann ist das wirklich eine sehr gute Wischfunktion. Und hier sammelt der Saugroboter wirklich Pluspunkte, weil es dann in dem Preisbereich dann wieder wenige oder kaum Saugroboter gibt, die so eine gute Wischleistung und so einen elektrischen Wischmob überhaupt haben. So, hier nochmal ein paar Ausschnitte, wie das Wischen in Wohnräumen aussehen könnte oder wie es bei uns ausgesehen hat, als wir das getestet haben. Hier werde ich den Wischbehälter wieder komplett mit Wasser füllen. Das Tuch werde ich auch wieder vornässen, wie man es im Wohnraum eigentlich immer machen sollte. Einfach unter dem Wasserhahn mal richtig durchnässen und dann einfach mal kurz etwas ausringen, damit es nicht tropft. Wird dann angeheftet an den Motorwischmob und dann lassen wir mal einen Vinylboden kurz wischen. Auch hier werde ich jetzt die maximale Wassermenge wieder einstellen, denn es macht eigentlich keinen Sinn im Augenblick bei dieser Wassermenge eine niedrigere Wassermenge zu nehmen, denn ihr habt ja gesehen, selbst in der maximalen Einstellung kann man selbst momentan den empfindlichsten Boden mit reinigen. Aber wie gesagt, der Hersteller hat versprochen, das noch zu erhöhen und es kann sein, dass bis zum Veröffentlichen dieses Videos das Update sogar schon bereitsteht. Falls ihr den Roboter kaufen solltet, kann also sein, dass da auch die Wassereinstellungen etwas vernünftiger funktionieren, wie es sein sollte. Zumindest hat uns der Hersteller das versichert. So, den Roboter habe ich übrigens hier rüber getragen in den Küchenraum. Ich gehe jetzt auf die Raumreinigung, wähle da wirklich den Küchenraum aus und starte die Reinigung. Der Roboter denkt ja am Anfang noch, er würde an der Ladestation stehen, aber sobald ich ihn starte, schaut er sich um, erkennt dann den Küchenraum, weiß, dass er schon da steht und reinigt korrekt los oder wischt korrekt los. Also das funktioniert alles sehr gut. Ordentlich. Ich hoffe, man sieht jetzt ein bisschen was von der Wasserspur. Das ist immer sehr schwierig hier bei den Lichtverhältnissen. Aber er verteilt hier das Wasser schon sehr gleichmäßig. Also er wischt den Boden schon wirklich gleichmäßig. Er hinterlässt also wirklich eine schöne breite Glanzspur. Und so soll das eigentlich auch sein. Ich zeige euch noch mal ein paar Ausschnitte. Links seht ihr immer die Karte. Da könnt ihr gerade sehen, wo seine Position ist. Und da könnt ihr euch nochmal ein paar Minuten ein Bild machen.
Also ich glaube, man sieht doch recht gut, dass er hier den Boden doch recht gleichmäßig wischt und das Wasser wirklich gleichmäßig und ordentlich verteilt, also auch keine Tropfen oder Streifen sowas hinterlässt. Man kann es leider nicht so ganz gut im Bild sehen. Ich glaube, vielleicht, wenn es End zu Ende geschnitten ist, sieht man es ein bisschen besser als hier im Schnittprogramm. Aber momentan sehe ich es hier nicht so richtig gut. Deswegen denke ich, können wir an der Stelle hier das erstmal stoppen. Ich glaube, das ist soweit klar geworden. Ich zeige euch jetzt lieber nochmal einen Ausschnitt, wie das Wischen auf Laminatboden aussieht. So, also hier jetzt das die letzte Sequenz, die ich euch noch zeige, die Sache mit dem Wischen auf Laminatboden. Auch da werden wir wahrscheinlich gar nicht so viel im Video sehen. In der Regel hat man ja nicht so verschmutzte Böden, dass man jetzt wirklich richtig dicke Wischspuren sieht. Und die Feuchtigkeit ist halt immer im Video ein bisschen schwierig darzustellen. Aber ich kann euch verraten, es funktioniert sehr ordentlich. Ihr wischt, ich habe jetzt hier die Raumreinigung gestartet, das heißt, ich habe diesen Raum selektiert. Der Teppich ist mit dem Wischsperrbereich markiert. Es gibt ja diese Wischsperrbereiche, die kann man markieren, dann befährt der Roboter den Teppich nicht. Lediglich, wenn man ihn auf Saugen stellt, also nicht nass wischt, sondern nur saugt, dann wird dieser Sperrbereich ignoriert, dann fährt er auch auf den Teppich. Aber sobald man dann diesen Wischmob ansteckt, dann wird dieser Sperrbereich nicht mehr befahren, denn der Teppich soll natürlich nicht nass gewischt werden. Das Fahrverhalten ist praktisch genauso wie beim Reinigen. Das habe ich ja im ersten Teil schon ausgiebig gezeigt. Er navigiert halt jetzt erstmal um den Raum herum. Das heißt, er wischt erstmal die Ränder und dann wird er bahnweise den Boden wischen. Ich zeige euch jetzt einfach noch mal ein paar Ausschnitte und kann dann vielleicht auch mal zum Fazit kommen. Ja, ich kann, was ihr hier noch beobachten könnt, das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich nochmal jetzt erwähnen möchte, dass dieser Wischsperrbereich doch relativ großzügig umfahren wird. Das heißt, er fährt nicht sehr randnah ab, was ein bisschen schade ist. Wenn man den Teppich also genau markieren würde, dann hält er meistens noch einen Abstand an einigen Stellen, ja, 20, 30 Zentimeter oder so. Also das ist, er hält sich ein bisschen fern von. Das ist ein bisschen schade, denn es wäre schöner, wenn er den Randbereich auch wirklich korrekt einhalten würde. So muss man vielleicht ein bisschen darauf achten, dass man den Sperrbereich ein kleines bisschen kleiner als den Teppich einzeichnet. Und dann ist das Problem soweit auch erledigt. Aber ich will es nochmal erwähnt haben. Und seht ihr jetzt auch im Laufe der Reinigung, dass eben die Fahrstrecke etwas weiter von diesem Sperrbereich weggeht. Ansonsten war die Wischfunktion wirklich ein Highlight und wenn das noch verbessert wird, dass der Wassernachfluss etwas flotter ist, bei Laminat ist es nicht ganz so wichtig, wenn man nur einzelne Räume reinigt, weil der Boden ist glatt, saugt nichts auf, das Wasser muss dann nicht so schnell nachfließen und wie gesagt, für einen Raum reicht es, auch wenn es vorgenässt ist, das Tuch. Aber und bei zwei, drei Räumen sollte man das Tuch sowieso vorher noch mal kurz auswaschen, damit es kann ja nur begrenzte Schmutz aufnehmen. Auch wenn dieser Motorwischmob oder Hochfrequenzwischmob hier sehr gut ist, ähnlich beispielsweise wie bei dem Roborock S7, muss man doch sagen, dass auch diese natürlich begrenzt sind in der Reinigungskraft. Also man sollte diese nicht nutzen, um jetzt total verdreckte Räume zu reinigen, sondern in erster Linie sind sie ja dafür da, dass der Boden, dass der letzte Staub entfernt wird, ein paar Wasserflecken entfernt werden oder leichte Flecken, sodass der Boden wieder glänzt. Und mehr können sie nicht, mehr sollte man nicht erwarten, egal welchen Roboter ihr da kauft. Also Wischfunktion des Roboters, gut, ich will ja zum Fazit kommen. Ihr könnt das alles bei mir im
Testbericht nochmal komplett nachlesen. Da findet ihr den kompletten Testbericht, die kompletten Videos, die es zu dem Gerät gibt. Also unsere Teile, aber auch von anderen Testern könnt ihr da finden. Und könnt das euch da wirklich ein Bild machen, findet die kompletten Daten, findet die Bezugsquellen, wo ihr das Gerät kaufen könnt. Ich verlinke euch mehrere Shops und natürlich findet ihr auch andere Roboter und könnt das alles miteinander vergleichen. Seite www.akku-und-roboter-staubsauger.de, Link in der Videobeschreibung. Ich muss sagen, der Roboter, das Ergebnis ist zwiespältig. Also es ist schon ein sehr ordentlicher Roboter, der gut ausgestattet ist und dafür einen wirklich günstigen Preis bietet. Also wenn ihr, die Preise sind ja etwas unterschiedlich, aber ich würde mal so sagen, wenn ihr den Roboter unter 350 Euro bekommt, dann ist das eigentlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da bekommt ihr viel geboten, insbesondere eben dieser Vibrationsmob. Ich kenne keinen Roboter, der in dieser Preislage dann unter 350 Euro eine ähnlich gute Wischfunktion bietet. Da fällt mir im Augenblick keiner ein. Die Roboter sind meistens teurer. Es gibt natürlich Roboter mit sehr guter Wischfunktion. Das ist der Roborock S7, findet ihr auch auf unserer Seite. Oder der Roborock, der Osmo T8 AIVI, den haben wir ja auch getestet. Findet ihr auch auf unserer Seite im Testbericht. Aber da hat mir, obwohl der auch einen Vibrationsmob hat, muss ich sagen, dass hier der Vibrationsmob hier und die Wischleistung von dem Midea mir besser gefallen hat als bei dem teureren Osmo. Das muss ich klar sagen, denn bei dem Osmo gab es ja sehr viele Wasserpfützen und das Wasser ein bisschen ungleichmäßig verteilt, auch noch Streifen und sowas. Also da ist das hier deutlich besser gewesen. Also, wenn ihr einen Roboter sucht, der gut wischt, dann kommt der auf jeden Fall in Frage und bietet auch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei der Reinigungsleistung auf Teppich war nicht die Krönung, das habt ihr auch gesehen. Da kann man durchaus mit zufrieden sein. Also ist nicht so, wenn ihr in der Wohnung, merkt ihr jetzt keine dramatischen Unterschiede zu teuren Premium-Modellen. Aber ihr habt gesehen, dass er aus höherflorigen Teppichen nicht mehr viel rausholt. Wenn ihr nur kurzflorige Teppiche habt oder ganz wenige Teppiche, ist das auch okay. Da könnt ihr auch zufrieden sein. Dann ist das auch keine Rolle. Bei Randreinigung, da sind sie alle nicht sehr gut. Da hebt sich der hier auch nicht sonderlich heraus. Bei der Hartbodenreinigung ist er an sich gut. Aber bei sandigem Schmutz, den hat er doch am Anfang relativ stark verteilt, war auch nicht so die Stärke, ne? Da man aber sandigen Schmutz in der Regel nicht so in den Maßen in der Wohnung hat, kann man auch damit leben, ne? In der Regel in der Wohnung wird der Boden, der Hartboden auch ordentlich gereinigt und durch diese sanfte Bürste, die er hat, geht er da sogar sehr, sehr sanft mit dem Boden um. Also wer jetzt einen sehr empfindlichen Boden hat, wie beispielsweise ja, Parkett, der könnte also auch mal überlegen, ob man diesen Roboter einsetzt. Denn viele Roboter sind, viele trauen sich nicht so, den Roboter auf Parkett einzusetzen, weil sie dann denken, da entstehen Mikrokratzer oder so. Da ist der Roboter hier wirklich durchaus nutzbar, denke ich mir, weil die Bürste wirklich sehr sanft mit dem Boden umgeht. Und wenn man dann sogar noch den Passiv, er hat ja noch einen zweiten Wischaufsatz, den ich jetzt nicht hier gezeigt habe, der nicht vibriert, der geht natürlich auch beim Wischen dann schon da mit dem Boden um. Ne? Bei normalem Boden würde ich immer den Motorwischmob einsetzen, den ich hier auch zuletzt gezeigt habe. Aber bei empfindlichem Boden kann man alternativ, wie eben Parkett, kann man alternativ, wenn man da Bedenken hat, auch auf den passiven Wischmob zugreifen. Also es ist durchaus ein Roboter, den man für den Preis unter 350 Euro kaufen kann. Er liefert aber kein Spitzenergebnis, wird wahrscheinlich auch nicht in den Top 5, wahrscheinlich noch nicht mal in den Top 10, weiß ich noch nicht, muss ich sehen. Was das Endergebnis dann bei der Bewertung gibt, könnt ihr auf meiner Seite nachlesen. Wahrscheinlich wird er nicht in den Top 5 landen und in den Top 10 wahrscheinlich wird das auch nicht ganz schaffen, weil es
heute einfach sehr viele gute Saugroboter gibt und wir einfach auch die Saugleistung sehr hoch gewichten in unserer Bewertung. Das heißt aber nicht, dass das jetzt ein ganz schlechter Roboter ist, weil er nicht in der Top 10 ist. Es können nicht alle in der Top 10 sein. Es gibt mittlerweile hunderte, tausende Roboter. Von daher ist das ganz klar, dass es nur 10 in die Top 10 schaffen. Also, ja, das ist mein Fazit. Ne? Es ist also wirklich ein bisschen, es ist kein neuer Spitzenroboter. Er setzt keine neuen Maßstäbe, hat aber ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis und wer eben jetzt gerne, für den die Wischfunktion, das wäre für mich ein starkes Kriterium, wenn die Wischfunktion für mich wichtig ist, dann würde ich diesen hier ins Auge, zumindest mal ins Auge nehmen, ne, und mal vergleichen. Geht mal auf meine Webseite und vergleicht da einfach mal ein bisschen. Da ist, kommt der sicherlich in Frage für die Leute, die denen die Wischfunktion eh nicht wichtig ist. Da gibt es immer noch sehr viele. Mir persönlich ist die Wischfunktion auch nicht sonderlich wichtig, muss ich ehrlich sagen. Da würde ich lieber dann zu bewährterem Roborock S6 Max V oder Roborock S7 oder Dreamy D9 oder von mir aus den Dreamy L10 greifen. Die findet ihr auch alle auf unserer Empfehlungsseite www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Die sind da, gefallen mir da besser, weil sie auch schon ein bisschen zuverlässiger arbeiten. Es gab bei dem Roboter, das habt ihr ja gesehen, auch so ein paar Sachen, die noch nicht so ganz ausgereift waren, die noch in der App ausgebessert werden müssen. Einmal war auch ein merkwürdiges Fahrverhalten vorhanden. Dann gab es im Test mal das mit den Timern. Hatte ich euch im letzten Teil schon erzählt, das Problem, dass da die Timer-Programmierung nicht mehr gingen, weil da die Karte sich angeblich geändert hat, aber die hatte sich nicht geändert. Also es gab noch so ein paar Ungereimtheiten. Und es gibt auch hier und da noch so ein paar Ruckler in der App. Da muss der Hersteller noch ein bisschen nachbessern. Das kann alles durch Updates noch besser werden, gar keine Frage. Aber da sind halt, wie andere Geräte, die ich da eben genannt habe, schon ausgereifter. So, ich habe jetzt mal ein bisschen vorgespult. Der Roboter ist mit der Reinigung fertig und kehrt jetzt normalerweise zur Ladestation zurück. Und jetzt will ich euch auch noch mal ein bisschen unglückliches Fahrverhalten zeigen, was aber teilweise jetzt hier an meinem Wischbereich liegt. Der Wischbereich ist etwas groß eingezeichnet. Ich habe den Teppich also ein bisschen zu groß markiert. Und jetzt kommt der Roboter hier nicht mehr durch. Also offenbar traut er sich hier zwischen Sperrbereich und dieser Säule nicht mehr durchzufahren. Und statt jetzt außen rum zu fahren oder so, ja, verhält er sich da ein bisschen und gibt keine klares Kommando. Anfangs wusste ich gar nicht, was da ist. Ich dachte, es liegt an der Sonne oder so. Aber nein, das liegt hier offenbar an meinem Sperrbereich, der ein bisschen zu groß eingezeichnet wurde. Also da könnte sich der Roboter etwas intelligenter anstellen und einfach außen rumfahren. Aber das sind halt so kleine Mankos, die man aber durch Updates, durch Firmware-Updates noch besser ausbessern könnte. Ja, das soll es eigentlich jetzt hier gewesen sein. Ich glaube, ich habe euch alles zu dem Saugroboter gesagt. Schaut euch den ersten Teil nochmal an, findet ihr auch im Testbericht. Alle Links in der Videobeschreibung. Und wenn euch der Test geholfen hat und ihr vielleicht weitere Tests zu diesem oder anderen Saugrobotern oder auch Akkustaubsaugern sehen wollt, dann ja, abonniert einfach den Kanal. Das kostet euch nichts. Ihr müsst einfach unten auf Abonnieren klicken. Und dann die Glocke anklicken, das ist noch ganz wichtig. Und dann bekommt ihr automatisch eine Nachricht, wenn es was Neues, Interessantes gibt. Jo, bis demnächst mal wieder. Ciao.